Hallo, ich bin's wieder, eure Mirashan. Heute haben wir ein neues Special-Video für euch und zwar ist das Thema Perückenwaschen angesagt. Die meisten Leute haben mir nun schon ab und zu gefragt, die sich halt mit Perücken nicht auskennen oder auch Cosplayer, die nicht wissen, wie sie ihr Kleber aus den Perücken waschen sollen, wie man das am besten macht. Dafür zeigen wir euch Step for Step, wie das alles so abläuft. Dann müssen wir aber ein paar Tage warten und zwar um die Perücke trocknen zu lassen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Waschen. So, alles was man ja braucht, wie gesagt, ist lauwarmes Wasser, Babyshampoo und eine Perücke. Heute wird bei mir zum Beispiel Babydoll gewaschen, die trage ich ja sowieso relativ oft. Und man wäscht es halt wirklich nicht wie seine echten Haare. Man macht es dann einfach rein. Ein bisschen reintunken. Man darf die Perücke nicht drücken, weil es ist ja Kunsthaar. Und wie ihr seht, habe ich natürlich zu wenig Wasser. Dann macht man nochmal lauwarmes Wasser rüber. Es muss nämlich komplett bedeckt sein. So, weil wenn es zu heiß ist, macht man halt auch einfach die Kunstfasern kaputt. Und da es ja ein bisschen wirken muss, muss es wenigstens lauwarm sein. So. Muss ich dann natürlich ein bisschen Schaum bilden. Weil die Perücken fetten ja natürlich nicht und deswegen muss man die auch gar nicht so oft waschen. Aber wenn die dann doch mal dreckig wären, gerade von dem Make-up und auch den Dreck, der natürlich draußen eh rumfliegt, muss das schon mal ab und zu gepflegt werden. Aber wie gesagt, keine Reibungen. Wo ihr es natürlich macht, ist egal. Ich stehe zum Beispiel gerade am Küchentisch. Das ist ein bisschen bequemer. So. Ihr seht, Schaum ist gebildet, die ist komplett unter Wasser. Jetzt müsst ihr eigentlich nichts machen, außer warten. Ich lasse es so jetzt so 15 Minuten erstmal in Schaum und lauwarmem Wasser einwirken. Und danach wird es dann einfach wieder mit klarem Wasser gemacht. Gut, dann warten wir mal. So, die 15 Minuten sind um. Jetzt einfach die Perücke nochmal ein bisschen runterdrücken. Und dann wird es jetzt ausgespült. So, es ist jetzt mit klarem Wasser. Nochmal drücken, wie gesagt, keine Reibungen. Natürlich wieder lauwarmes Wasser. Dann könnt ihr es ein bisschen bewegen. Nochmal runterdrücken. Und dann wird das Ganze nochmal mit klarem Wasser gemacht, damit es natürlich wie bei den echten Haaren alles an Shampoo weg ist. So. Nochmal mit klarem Wasser, wie gesagt, damit auch die restlichen Reste weggehen. Leichte Bewegungen nur. Und dann, ich mache es jetzt quasi immer mit 30 Minuten nochmal im klaren Wasser einwirken lassen. Und dann sind wir danach auch schon fertig. Erstmal. Okay, also ab jetzt wieder 30 Minuten warten. So, nun sind auch die 30 Minuten um. Wie ihr seht, ist ja auch schon kein Schaum weiter mehr da.
Jetzt machen wir nur noch das Wasser raus. Sieht auch gut aus. Ja. Einmal Wasser raus. So, und da die ja nun auch empfindlich ist, dürfen wir ja nun wieder nicht reiben. Da sucht man sich jetzt an sich für sich einen Platz. Ich mache es immer auf einem großen Handtuch, wo denn die Perücke Luft trocknen muss. Also jetzt nicht wirklich mit einem Föhn rangehen und durchkämmen oder sonstiges. Die Perücke muss komplett trocken sein, damit man die dann später überhaupt durchkämmen kann. Und hier, wie gesagt, liegt denn die Perücke bei uns in der Wohnstube. Und zwar hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich das meistens halt, wie gesagt, mache, dass ich es auf dem Handtuch einfach liegen lasse, ab und zu mal ein bisschen anfasse, ob es so trocken ist, und nun ist es soweit. So, dann haben wir eine frisch gewaschene Babydoll-Perücke. Ich mache es so, dass ich mich dann immer dazu hinsetze. Hier kannst du uns auch im Stehen machen. Und du musst immer unten anfangen, wie bei den echten Haaren, weil sonst reißt du es halt einfach alles raus. Die ist Gott sei Dank pflegeleicht, aber es gibt natürlich auch andere Kategorien, wie meine Kotori-Wig. Die ist zwar schön glatt, aber die hat 3 Bestandteile. Stimmt, haben wir auch schon mal gesehen, ne? Falls ihr das Video kennt, wo Marlene mir die Perücke gemacht hat. So. Und dann, wie gesagt, unten an den Spitzen anfangen, vorne und hinten. Man kann es natürlich auch auf einen Perückenkopf machen, aber ich besitze keinen. Ich mag irgendwie keine Perückenköpfe. Noch nicht. Wahrscheinlich sieht es in ein paar Jahren anders aus. Und ich kann ja euch ja dann einfach erzählen, zumal ich wurde nämlich auch gefragt, mit was wir die Perücken festsprühen. Ich benutze Gatovis Sprühkleber, Hashtag keine Werbung. Und dann habe ich noch Silikonspray, das kann man zum Beispiel gerne benutzen, dass die Perücken nicht so extrem glänzen. Ich empfehle es, draußen zu machen, wenn ihr natürlich einen Balkon habt. Ich mache es dann auf dem Balkon, dass ich sie dann einsprühe, weil es stinkt unerbärlich. Das ist nicht schön. Oder ihr geht halt, falls ihr keinen Balkon habt, Fenster reicht meiner Meinung nach nicht aus, das aus dem Fenster zu sprühen. Einfach vor die Haustür. Da ist es nicht schön, der Duft. Und dann, wie gesagt, hinten und vorne. Die ist halt natürlich pflegeleicht. Wie ihr seht, sieht die generell schon sehr schön aus. Wurde ja auch frisch gewaschen. Und dann ist meine Babydoll auch schon fertig. Bis auf die Zöpfe fehlen natürlich. Ne? Und so mache ich das zum Beispiel auch mit der Perücke, die ich natürlich aufhabe. Und die glänzt jetzt halt auch nicht so doll, weil da öfter Silikonspray drauf ist. Sonst, falls ihr keine Pflegeleichte habt, gibt es auch Gliskurspray. Mal wieder keine Werbung. Und ja, Gliskurspray mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und dann habe ich aber auch eine richtige Perückenbürste. Ich benutze jetzt keine hauseigene Haarbürste. Ich habe die wirklich nur für Perücken. Kriegt man überall. Ladies Hair hat zum Beispiel gute. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube, die habe ich auch von Ladies Hair. Ja. Okay, und das war's dann auch schon. Auf jeden Fall, falls ihr noch Fragen habt, zwecks Perücken oder noch mehr Perückenvideos generell haben möchtet, schreibt es einfach in den Kommentaren. Und ich bedanke mich wieder fürs Einschalten und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.